Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Pressekonferenz zur Einrichtung der neuen Covid-Krisenkoordination. Und ich darf das Wort dem Herrn Bundeskanzler geben. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie denken sich vermutlich schon wieder eine Pressekonferenz und das noch dazu an einem Samstag, wenige Tage vor Weihnachten. Sie alle hätten wahrscheinlich jetzt auch andere Pläne. Ich bin Ihnen und wir sind Ihnen dankbar, dass Sie dennoch unserer Einladung gefolgt sind, weil es tatsächlich aus unserer Sicht um eine wichtige Information geht. Das Coronavirus quält uns jetzt schon 21 Monate lang und wir sehen, wir hören es, wir spüren es, dass auch die Menschen durch das Coronavirus schon sehr, sehr belastet sind. Und gleichzeitig sehen wir auch, und das haben wir schon mehrfach auch ausgedrückt, dass das Virus in seiner Gefährlichkeit leider nicht nachlässt, dass wir jetzt eine Atempause haben, die wir gemeinsam nutzen können, um neue Kraft zu tanken und auch einfach die Freiheit wieder stärker in Anspruch zu nehmen. Und gleichzeitig sehen wir, dass eine neue Variante des Coronaviruses unmittelbar vor der Tür steht, Omikron. Bei Omikron ist keine Frage, ob es Österreich erreichen wird und dass es sich deutlich ausbreiten wird, sondern die Frage ist nur mehr, wann. Und darüber hinaus stellt sich dann die nächste Frage für uns in der Pandemiebewältigung, wie gut sind wir aufgestellt, wie gut sind wir darauf vorbereitet. In den letzten Monaten ist im Bereich des Pandemiemanagements extrem viel passiert und es hat und gibt viele kluge Köpfe in diesem Land, die sich in den Dienst der Gesundheit gestellt haben, in dem Dienst der Republik, um hier bestmögliche Empfehlungen zu geben. Der Gesundheitsminister und ich haben uns dazu entschlossen, das Gesundheitsmanagement gemeinsam auch mit der Verteidigungsministerin neu zu strukturieren. Wir werden eine gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination einrichten und ich bin dankbar dafür, dass bei dieser und in dieser Krisenkoordination sich auch da die besten Köpfe des Landes zur Verfügung stellen werden, auf der einen Seite in der Beraterinnen und Berater, Expertinnen und Expertinnen und Expertentätigkeit. Und ich bin auf der anderen Seite dankbar, zwei ausgewiesene Experten für die Spitze dieser Krisenkoordination gewonnen zu haben. Auf der einen Seite Chief Medical Officer Katharina Reich für den gesamten medizinischen Teil des Coronavirus-Managements und besondere Freude, weil wir einander schon auch lange kennen, in meiner ursprünglichen Funktion als Milizsoldat auch Kameraden sind, Generalmajor Rudolf Schriedinger, der hier gerade für den operativen Teil seine gesamte Expertise mit einbringen wird. Als ich Bundeskanzler geworden bin, habe ich mich selbst als einen Menschen bezeichnet, der gerne auch ein Lernender ist. Und genau das haben wir uns auch als Grundlage dafür genommen, wie wir diese Krisenkoordination einrichten und aufbauen. Wir haben uns Beispiele angeschaut aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Portugal und haben hier sozusagen die besten Elemente aus unserer Sicht zusammengeführt. Was macht jetzt das gesamtstaatliche Covid-Krisenmanagement, die Krisenkoordination? Sie bewertet auf der einen Seite die Situation laufend mit den Expertinnen und Experten. Sie wird uns als Bundesregierung zur Verfügung stehen, um hier die Expertise zu nutzen und dann die politischen Entscheidungen zu treffen. Und vor allem auch, es wird nicht nur ein beratendes Gremium im klassischen Sinne sein, sondern eben auch durch die Spitze ausgedrückt eines, das operativ in der Lage ist, zu unterstützen, dort auch vor Ort zu sein, wo es notwendig ist, damit die drei wesentlichsten Punkte, um auf alle möglichen Varianten vorbereitet zu sein, auch tatsächlich dann da sind. Das ist das Impfen, das ist das große Thema auch des Testens und natürlich auch der Medikamente. Das heißt, es braucht dafür die wissenschaftliche Analyse, es braucht dafür die operative Planung, es braucht das Vorausschauen, um Bedrohungsszenarien zu analysieren und zu erkennen und daraus dann die richtigen Ableitungen zu treffen, die auch für uns gerade in der politischen Entscheidungsstruktur von größter Bedeutung sind. Was auch klar ist, und das ist für den Gesundheitsminister
so wichtig wie für mich als Bundeskanzler der Republik. Die politischen Entscheidungen treffen selbstverständlich wir mit der Bundesregierung. Aber es ist gut und richtig aus unserer Sicht, dass wir eine operative Koordinationsstelle haben, um bestmöglich gegen das Coronavirus zu kämpfen. Alles lebt von Abkürzungen. Die Abkürzung ist aus meiner Sicht tatsächlich auch wirklich auch ein Stück weit symbolisch. Das ganze gesamtstaatliche Krisenmanagement, also gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination klingt sperrig. Sie brauchen auch Abkürzungen, um das sozusagen dann zu verbildlichen. Die Abkürzung wird GECKO lauten. Wir haben, und der Gesundheitsminister hat dazu ja auch schon Handlungsempfehlungen gegeben, jetzt ein paar Tage noch vor uns und dann kommt das Weihnachtsfest und in weiterer Folge auch das neue Jahr. Für uns ist wichtig, dass die Menschen ein besinnliches und für sie freudvolles Weihnachtsfest erleben können. Eine gute Zeit miteinander, weil auch das ist wichtig. Aber, und jetzt kommt das Aber, das Coronavirus ist nach wie vor gefährlich. Ich weiß, das habe ich schon oft gesagt, wir werden es heute noch öfter sagen. Es ist wichtig, es zu wiederholen, weil dadurch, dass es schon so lange ein Teil unseres Lebens ist, an alles, an das man sich gewöhnt, verliert ja bekanntlich auch dann meistens an Bedeutung, das Coronavirus an sich nicht in seiner Gefährlichkeit. Das heißt, auch wenn man zusammenkommen darf, ist es wichtig, sich vorzubereiten, aufeinander aufzupassen, sich testen zu lassen und auch immer sich selbst bewusst sein, dass das Coronavirus auch dann im Freundes-, im Familienkreis vorhanden sein kann und eben auch gefährlich sein kann für jeden und für jede, der an einer Feier teilnimmt. Das heißt, das Testen, das Aufeinander aufpassen ist hier eine tatsächlich probate Notwendigkeit, um auch gemeinsam schöne Zeit miteinander zu haben. Und das ist eine Bitte jetzt von mir als Bundeskanzler an die Medienvertreterinnen und Medienvertreter, an Sie, die hier im Raum sind, aber genauso auch an die, die jetzt zuschauen. Wir werden es nur gemeinsam schaffen, dass wir den Menschen immer wieder die Brücke bilden, wenn es darum geht, dass das Impfen das einzige und erfolgreichste Mittel ist, um das Coronavirus so einzuschränken, dass es unsere Freiheit nicht weiter einschränkt und wir auch frei leben können. Meine Bitte ist an Sie gemeinsam, hier dafür zu sorgen, dass, wenn Ängste und Unsicherheiten da sind, wir sie aufnehmen von den Menschen, gleichzeitig die Perspektive zeigen, dass durch Impfen wir gemeinsam die Chance haben, unsere Freiheit auch gemeinsam zu leben. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Gesundheitsminister, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wir wissen, ist mit Omikron eine neue, sehr besorgniserregende Virusvariante auch nach Österreich gekommen. Was wir jetzt in Großbritannien oder auch Dänemark sehen, deutet darauf hin, dass wir uns auf eine noch nie dagewesene Herausforderung einstellen müssen. Und das, obwohl wir alle miteinander in den letzten 2 Jahren Pandemie schon einiges erlebt haben. Das Virus wird heimtückischer und dafür müssen wir uns jetzt wappnen. Expertinnen und Experten sehen bereits die nächste Welle am Horizont und deswegen müssen wir uns jetzt mit aller Kraft dagegen stemmen. Wir werden jetzt noch mehr testen müssen, wir werden noch mehr sequenzieren müssen, wir werden noch mehr und noch schneller impfen müssen, und zwar in ganz Österreich, in jedem Bundesland, in jedem Bezirk und in jeder Gemeinde. Dafür bauen wir jetzt die Struktur so um, dass sie noch resilienter wird, also noch widerstandsfähiger. Denn wenn der Sturm aufkommt, dann heißt es für alle Mann, für alle Männer und Frauen an Deck und das Richtige tun. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben daher 2 strukturelle Änderungen im Pandemiemanagement beschlossen. Zum einen holen wir die besten Köpfe aus unterschiedlichen Disziplinen an einen Tisch und schaffen eine gesamtstaatliche Corona-Krisen-Koordination, GECKO. Und zum anderen holen wir auch neue Ressourcen an Bord. Die gesamtstaatliche Krisenkoordination erhält eine umsetzungsstarke Doppelspitze. Zum einen Frau Dr. Katharina Reich, meine Chief Medical Officerin, die den medizinisch-wissenschaftlichen Bereich verantworten wird, und zum anderen mit Generalmajor Striedinger,
nimmt ein Profi das Thema Umsetzung, Logistik, der Test-, Impf- und Medikamentenstrategie in die Hand. Zum ersten Punkt, was ist die gesamtstaatliche Krisenkoordination? Ich habe als Gesundheitsminister seit meinem Amtsantritt immer auf die Expertinnen und Experten unterschiedlicher Metiers vertraut, nicht nur Virologen, Vakzinologen, Medizinerinnen, Mediziner, auch aus dem Bereich Recht, Ethik sind hier Expertisen eingeflossen und wir bündeln jetzt dieses Know-how und delegieren jeweils aus einem Gremium, aus einem Stab den Besten, die Kopf in dieses neue Gremium. Wir holen uns auch zusätzliche Disziplinen hier an Bord. Wichtig ist, dass wir nichts doppeln. Wir verzahnen die bestehenden Strukturen, um sie so noch resilienter zu machen. Vertreten werden in diesem Gremium unterschiedliche Experten aus unterschiedlichen Metiers sein, beispielsweise natürlich nicht nur Impfungen, Medikamente. Die Prognosen- und Datenexperten werden an Bord sein. Wir werden Bioethik vertreten haben, natürlich auch Kommunikation und Logistik. Außerdem wird der Landesamtsdirektor des Vorsitzlandes, der Landeshauptleutekonferenz, die Schnittstelle zu den Bundesländern darstellen, die in vielen Fragen in der Pandemiebekämpfung hauptzuständig sind. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Leitung der Krisenkoordination ist eine Doppelspitze. Frau Dr. Katharina Reich und Herr Generalmajor Rudolf Striedinger werden diesem Gremium vorsitzen. Die beiden sind die Schnittstelle zur Bundesregierung und berichten an die Regierungsspitze und mir als Gesundheitsminister. Außerdem werden sie auch an Beratungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten teilnehmen und können dort je nach Themenlage Expertinnen aus der gesamtstaatlichen Krisenkoordination hinzuziehen. Frau Dr. Katharina Reich wird den medizinisch-fachlichen Bereich verantworten. Sie ist als höchste Beamtin bei mir im Gesundheitsministerium und Chief Medical Officerin eine der Top-Pandemie-Expertinnen. Sie kennt das österreichische Gesundheitssystem wie ihre Westentasche und hat auch in den letzten Jahren maßgeblich zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen. Und ich weiß, dass sie diese Aufgabe mit Expertise, mit Erfahrung, mit Weitblick und Vehemenz machen wird. Herr Generalmajor Magister Rudolf Striedinger übernimmt den operativen Teil und verantwortet die logistischen Fragen mit einem Fokus auf Impfen, Testen und die Medikamente. Ich habe es schon zu Anfang gesagt, wir werden zum Schutz vor der nächsten Welle mehr testen, schneller testen müssen, mehr impfen, auch hier logistische Verbesserungen in Betracht ziehen müssen. Und zusätzlich kommt jetzt das Thema von neuen Medikamentenoptionen am Tisch, auch damit neue Lösungsmöglichkeiten, die einer besonderen logistischen Herausforderung, wo eine besondere logistische Herausforderung gegeben ist. Ich möchte noch einmal sagen, das Virus entwickelt sich weiter und wir machen das auch. Die Pandemiebekämpfung tut es auch mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit neuen Impfstoffen, mit neuen Medikamenten und eben auch mit weiterentwickelten Strukturen. Ich bin überzeugt, dass wir mit GECKO, mit der gesamtstaatlichen Krisenkoordination und seinen beiden Vorsitzenden die Pandemiebekämpfung stärken werden. Vorausschauend, faktenbasiert und sachlich. Ein wichtiger Schritt, damit wir uns besser gegen die nächste Welle wappnen können, gegen die nächste Welle mit Omikron. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wenn wir schnell ans Ziel kommen müssen, dann müssen wir auch alle ordentlich in die gleiche Richtung rudern. Danke. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Frau Verteidigungsministerin, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, die Corona-Pandemie hält die österreichische Bevölkerung nach wie vor in Atem, aber auch das österreichische Bundesheer. Der erste Einsatz des Bundesheeres begann damals mit 30 Soldatinnen und Soldaten an der Grenze Tirols, um die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. Dann, als sich die Pandemie vollständig ausgebreitet hat in unserem Land, mussten wir den Grundwehrdienst von über 2300 Grundwehrdienern um 3 Monate verlängern, aber nicht nur das. Wir mussten erstmals in der Geschichte
der Republik Milizsoldatinnen und Soldaten zum Einsatz einberufen, um die Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres auch weiterhin sicherzustellen. Ja, nun stehen wir heute hier 2 Jahre später und kämpfen nach wie vor mit allen Mitteln, darunter Impfungen und Testungen, wie bereits angesprochen, gegen die Corona-Pandemie. Ja, und eine strategische Waffe gegen die Covid-19-Pandemie, das ist unser Bundesheer. Es sind jetzt 600 Soldatinnen und Soldaten, die aktuell den Gesundheitsbehörden dabei helfen, die Pandemie zu besiegen. Und diese strategische Waffe, die gilt es auch weiterhin für die Sicherheit und für den Schutz der österreichischen Bevölkerung einzusetzen. Denn unser Bundesheer, das ist die strategische Reserve Österreichs und immer bereit für einen Einsatz, für Einsätze dann, wenn es dringend gebraucht wird. Wir haben in den letzten 2 Jahren deutlich gemacht und es auch immer wieder bewiesen, es sind unsere Soldatinnen und Soldaten und die Zivilbediensteten, die Krisen mit ihrer Expertise, mit ihrem Know-how, aber auch mit der Mannstärke managen und handlungsfähig bleiben. Seit Beginn an waren es insgesamt 562.183 Personentage, wo unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz waren und alles gegeben haben. Und es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle auch Danke zu sagen, jedem und jeder Einzelnen für diesen Einsatz. Aber nicht nur die Truppe hat dies schon oft gezeigt, es waren auch Offiziere aus unserem Hause, die ihre Fähigkeit als Militär großartig unter Beweis gestellt haben und stellen. Um hier einige Namen zu nennen, möchte ich die hervorragende Leistung von Generalmajor Andreas Bernsteiner hervorheben, der bereits in der Vergangenheit die Koordination der Impfstoffe innehatte und so auch das Netzwerk der Logistik immer im Auge behalten hat. Die Aufgaben des Impfkoordinators dann von Generalleutnant Norbert Gerhardt übernommen, der das auch wirklich bravourös meistert. Ja, und zu guter Letzt möchte ich auch Frau Brigadier Silvia Sperandio erwähnen, die Leiterin des militärischen Gesundheitswesens und Impfkoordinatorin des Bundesheeres, die hier auch einen wesentlichen Beitrag leistet. Und es zeigt sich einmal mehr, dass die Arbeit und die Leistungen unseres Bundesheeres auch wertgeschätzt werden, wenn wir hier heute stehen. Denn sehr geehrte Damen und Herren, heute wird einer meiner besten Offiziere, unser stellvertretender Generalstabschef, Generalmajor Rudolf Striedinger, die Position des Chief Operating Officer übernehmen in der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination. Ich freue mich wirklich sehr und sage hier Danke, Herr Bundeskanzler, Herr Gesundheitsminister, Frau Dr. Reich. Ich freue mich wirklich, dass diese gemeinsame Wahl auf ihn gefallen ist. Seit Beginn meiner Amtszeit konnte ich mich von seinen Fähigkeiten überzeugen. Er hat militärisches Know-how, das er mit einbringt. Er hat verwaltet und koordiniert alle Aufgaben, die sich vorwiegend in dieser Zeit gedreht haben um das Pandemie-Management. Er ist der ehemalige Militärkommandant von Niederösterreich. Er kennt daher auch die Arbeit auf der Landesebene. Er ist vertraut mit föderalen Organisationsstrukturen und mit der Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Als ehemaliger Kommandant in den verschiedensten Funktionen, darunter auch als Kommandant der EU-Mission in Bosnien-Herzegowina, bringt er nicht nur militärisches Fachwissen mit, sondern auch taktisches Verständnis und kann in ernsten Situationen klare Entscheidungen treffen. Ich bin überzeugt davon, dass Generalmajor Striedinger auch diese neue Herausforderung gemeinsam mit Frau Dr. Reich hervorragend managen wird. Klarstellen möchte ich, dass er selbstverständlich weiterhin stellvertretender Generalstabschef im Verteidigungsministerium bleibt und den Posten als Chief Operating Officer in der Krisenkoordination zusätzlich übernehmen wird. Ich freue mich aber auch sehr, dass Generalmajor Thomas Stahlinger, der sich bereits in der Vergangenheit sehr aktiv in das Corona-Management auch eingebracht hat, der neuen Krisenkoordination mit seiner Expertise angehören wird. Die Entscheidung, operative Positionen wie hier in diesem Fall durch militärische Personen zu besetzen, das ist aus meiner Sicht eine optimale und das zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Wie Portugal und Italien, wo sich der Einsatz eines Militärs als Krisenmanager bewährt hat, auch
Deutschland baut künftig auf die Expertise eines Offiziers, ebenso im Rang eines Generalmajors. Und nun greifen auch wir auf die militärische Expertise zurück. Und diese Entscheidung ist eine richtige. Denn ich habe als Verteidigungsministerin oft gesehen, und ich bin mir sicher, sehr geehrte Damen und Herren, auch Sie, wie professionell unser Heer arbeitet und dass es immer zur Seite steht, wenn wir es dringend brauchen. An dieser Stelle möchte ich eine deutsche Lyrikerin zitieren, Anke Magauer-Kirsche, die einst gesagt hat: Man vergisst so leicht, dass Soldaten auch Menschen sind. Dem kann ich nur zustimmen. Herr Generalmajor Rudolf Stridinger hat mir diese Menschlichkeit immer entgegengebracht. Und ich bin mir sicher, dass du als Mensch und als Soldat die richtigen Entscheidungen auch treffen wirst. Ich freue mich wirklich sehr, dass Herr Generalmajor Rudolf Stridinger diese verantwortungsvolle Aufgabe gemeinsam mit Frau Dr. Reich übernehmen wird. Ich bin überzeugt davon, dass wir nur gemeinsam diese Krise besiegen, bewältigen können. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Generalmajor, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich zunächst sehr herzlich bei der politischen Führung unseres Landes dafür bedanken, dass mir dieses hier bereits formulierte Vertrauen in dieser Form entgegengebracht wird. Es ist für mich eine besondere Auszeichnung, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Es stellt sich natürlich die Frage, und die Frau Bundesministerin hat sie ja auch schon zum Teil beantwortet: Warum nimmt man hier einen Soldaten? Internationale Beispiele sind angeführt worden, aber auch das Vertrauen und die Steigerung des Vertrauens der österreichischen Bevölkerung in das österreichische Bundesheer, insbesondere bei der Pandemiebekämpfung, ist ein wesentlicher Faktor. Was wir aber besonders als eines unserer Qualitätskriterien herausstreichen können, ist die Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen. Ich möchte Sie nicht mit militärischen Details des Führungsverfahrens und der Führungsgrundsätze langweilen, möchte aber schon sagen, dass wir klare Zielsetzungen verfolgen, dass wir eine klare Sprache pflegen, die in der Kommunikation sehr wichtig ist, und dass wir im Sinne der Einheit der Führung arbeiten. Was ich damit meine, ist, dass diese Kommission, die hier zusammengestellt wird, alle Köpfe unterschiedlichster Bereiche zusammenführt und damit sicherstellt, dass das gesamte erforderliche Wissen zusammengetragen werden kann. Und wenn es dann darum geht, zu beurteilen, was macht man jetzt mit dieser Lage, dann haben wir systematische, klare Führungsverfahren. Da geht es darum, den sogenannten Feind, also den Gegner, das Virus im Detail und umfassend zu beurteilen. Wie verhält er sich? Was sind die nächsten Schritte? Was kommt auf uns zu? Es ist ja heute schon auch ausgeführt worden. Mit möglicherweise auch einer langfristigeren Sichtweise und Perspektive. Es geht aber auch darum, die eigene Lage genau zu analysieren, zu schauen, wo steht die österreichische Bevölkerung? Welche Möglichkeiten gibt es, gegen das Virus aufzutreten? Auch hier sind klare Botschaften bereits politisch ausgedrückt worden, aber es geht hier auch darum, Details zu verschärfen, zu konzentrieren und damit im Endeffekt einen Maßnahmenkatalog der politischen Führung zur Verfügung zu stellen, um in weiterer Folge die besten Schritte gegen die Pandemie zu entwickeln. Ich bin persönlich sehr froh, dass wir als Koordination bezeichnet werden. Koordination ist auf der einen Seite die angesprochene Beratung, die sehr, sehr wichtig ist. Sie geht in die Richtung, Alternativen aufzuzeigen und dann durch die politische Führung klar zu sagen, diese Richtung gehen wir. Und dann im Sinne von Koordinieren diese Entscheidungen auch umzusetzen, dafür zu sorgen, dass das in ganz Österreich gemacht wird, dass alle Bereiche, die hier zusammenwirken können, auch tatsächlich zum Zusammenwirken gebracht werden. Das ist das, was ich unter Koordination verstehe. Und daher freue ich mich abschließend besonders auf diese große Herausforderung. Sie wird eine sehr große sein. Bin aber überzeugt, dass die gemeinsamen gesamtstaatlichen und vor allem auch gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen uns helfen werden, diese Pandemie zu überwinden. Dankeschön. Vielen Dank.
Frau Dr. Reich, bitteschön. Danke vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, vor fast genau einem Jahr habe ich die Rolle der Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, die Rolle der Chief Medical Officer, übernommen. Und wenn ich so zurückschaue, ist sehr viel geschehen. In der Rückschau während einer Pandemie tendiert man aber oft dazu, nur die Dinge anzuschauen, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind. Ich möchte unseren Blick heute darauf lenken, welche Dinge uns schon sehr gut gelungen sind und welche Dinge daher auch die wesentlichen Elemente unserer künftigen Zusammenarbeit in dieser gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination sein werden. Zur Teststrategie. Wir haben in Österreich eine sehr gute Teststrategie. Wir testen gratis, niederschwellig und hochfrequent. Wir alle haben die Notwendigkeit von häufigen Testungen, die uns diese so schnelle und wichtige Information über den Infektionsstatus gibt, erkannt. Vor rund einem Jahr konnte sich kaum jemand ausmalen, dass wir ja, ein Jahr später einen Test in einem Supermarkt abgeben und nur wenige Stunden später ein PCR-Testergebnis auf unserem Handy haben zum Beispiel. Dieses Angebot muss in unserem Land noch weiter ausgerollt werden und noch weitere Bereiche einfach erreichen und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Verfügung stehen. Thema Impfen, Impfstrategie. Rund auch vor wirklich fast genau einem Jahr konnten wir die erste Covid-Impfung in unserem Land verabreichen. Als Medizinerin möchte ich hier den Erfolg der Wissenschaft hervorheben. Zu schnell vergisst man, was so eine Entwicklung eines Impfstoffs bedeutet und wie komplex das ist. Neue Impfstoffe stehen jetzt vor der Türe und wir sind in diesem Jahr im Impfen wirklich einen großen Schritt weitergekommen. Ich bin dankbar, dass wir auf die Ressource der Wissenschaft hier laufend vertrauen können und hier werden unzählige Menschenleben gerettet, bis dato und auch zukünftig. Mittlerweile sind ca. 2/3 der österreichischen Bevölkerung geimpft. 1/3 hat sogar bereits die sogenannte dritte Dosis, den Booster-Shot, erhalten. Das Thema ist uns jedoch so immens wichtig, dass wir auch im Februar ein Gesetz zur Impfpflicht verabschieden werden und umsetzen werden. Hier müssen wir aber unsere Kommunikation intensivieren. Wir müssen mehr und besser aufklären und erklären. Wir haben genügend Impfstoff im Land, auch das möchte ich betonen. Wir haben rund 9 Millionen Dosen, das heißt jede und jeder, der eine Impfung möchte, der sich für diese wichtige, für diesen wichtigen Schritt entscheidet, hat die Möglichkeit, nahezu sofort eine Impfung zu bekommen. Mein Aufruf ist natürlich klar, meine Bitte ist, treffen Sie alle diese richtige und wichtige Entscheidung. Vor Weihnachten machen Sie sich ein Weihnachtsgeschenk, der Herr Bundesminister hat es gesagt und das finde ich einen sehr schönen Satz, machen Sie sich ein Weihnachtsgeschenk, holen Sie sich Ihren ersten, zweiten oder dritten Stich und kommen Sie daher sicher durch die weitere Zeit. Vor allem in Anbetracht der Omikron-Variante ist das besonders wichtig. Wir wissen, dass hier besonders die dritte Dosis einen guten Schutz darstellt. Zum Thema Medikamente. Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns mit der Beschaffung von neuen Covid-Medikamenten. Auch hier hat die Wissenschaft wieder eine enorme Tat vollbracht, auch jetzt Menschen zu erreichen, die mit der Schutzimpfung nicht ausreichend geschützt werden können. Wir wissen, es gibt sehr viele chronisch kranke Personen und Personen, die bereits jetzt von Covid sehr hart getroffen worden sind. Hier erwarten wir durch Covid-Medikamente einen neuen Meilenstein in der Behandlung dieser Viruserkrankung. Hier stehen wir mit vielen Pharmafirmen in engem und direktem Austausch, um genügend Medikamente für unser Land bekommen zu können. Wir haben bereits erste Verträge unterschrieben, um überdurchschnittlich große Mengen für unsere Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen zu können. Die ersten Lieferungen erwarten wir bereits gegen Ende dieses Jahres und wir werden damit eben prima jenen Personen helfen können, die Covid-19 am härtesten getroffen hat. Sie sehen hier, dass wir vor einer weiteren logistischen Herausforderung stehen und genau deswegen bin ich sehr froh, dass wir mit unserer Covid-Krisenkoordination auch diese logistische Herausforderung nun gemeinsam stemmen werden. Zu den Beratergremien und unseren Expertinnen und Experten, die uns hier unterstützen werden. Die Arbeit der letzten Jahre war vor allem geprägt von intensiver kollegialer Zusammenarbeit in diesen vielen Institutionen und wichtigen Gremien. Allen voran das nationale Impfgremium, die Corona-Kommission. Hier gilt mein Dank allen Mitgliedern,
die uns auf freiwilliger Basis mit ihrer Expertise auf dem jeweiligen Fachgebiet unermüdlich zur Seite stehen, die hier mit vollem Elan ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und mithelfen, dieses Land durch diese schwierige Zeit zu bringen. Diese Top-Expertinnen hinter sich und mit uns zu wissen, bestärkt mein und unser tägliches Tun. Last but not least möchte ich die Gelegenheit nützen, meinem persönlichen Team zu danken, das im Gesundheitsministerium als unser Covid-Krisenstab schon so viele Monate intensiv, ja fast 24/7 zur Verfügung steht und die ja meine große Stütze sind. Man darf nie aus den Augen verlieren, wer hinter den Kulissen dieser Pandemiebekämpfung fleißig Tag für Tag arbeitet, und all diesen Personen gilt mein besonderer Dank. Einen Satz oder zwei Sätze möchte ich zum Thema Gesundheitspersonal und Gesundheitsberufe sagen. Dieses Thema macht mich sehr betroffen und schmerzt mich insofern, da ich vor noch nicht allzu langer Zeit selbst in einem Gesundheitsberuf tätig war. Und mein besonderer Dank gilt daher allen, die unbeirrt weiter ihren Dienst für ihre Patientinnen und Patientinnen versehen und diese so wertvolle und wichtige Arbeit in Zeiten der extremen Anspannung leisten. Alle haben schon sehr, sehr viel hinter sich und leider auch noch viel vor sich. Deswegen mein besonderer Dank an diese Berufe für unsere Patientinnen und Patienten. Ja, nun zum Ausblick. Nach bald 2 Jahren Pandemie profitieren wir nun von den Strukturen, die wir aufgebaut haben. Vieles ist uns gelungen, aber eben auch einiges noch nicht. Hier lernen wir laufend, auch der Herr Bundeskanzler hat gesagt, wir sind alle Lernende und wir lernen hier, wie wir besser werden können und auch müssen. Daher und vor allem auch in Anbetracht der nahenden Omikron-Variante gilt es nun aufbauend auf diese Strukturen das Pandemiemanagement neu auszurichten. In den kommenden Monaten werden wir neue große Herausforderungen haben und ich sehe uns nun bestens gerüstet. Unser Vorteil sind bestehende Test-, Impf- und Beschaffungsstrukturen auf bereits sehr hohem Qualitätslevel. Es braucht jetzt noch eine engere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dieser fachlichen Expertise und der operativen Kraft zur Umsetzung. Es freut mich daher besonders, heute zusammen mit Herrn Generalmajor Rudolf Striedinger und mir quasi die Bundesregierung zu flankieren und diesen Weg künftig gemeinsam beschreiten zu können. Wir wollen die bestmögliche Verzahnung von Wissenschaft, operativem Handeln und Kommunikation gewährleisten. Unterstützt werden wir durch die Gremien, die ich erwähnt habe, ergänzt durch hinzugekommene neue Expertinnen und Experten sowie bewährte Stakeholder und Partner, die sich als eine gemeinsame gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination zusammentun und in diesem Verständnis wichtige und notwendige Maßnahmen vorbereiten und unterstützen, kurz-, mittel- und langfristig. Ich freue mich schon, nächste Woche diese Arbeit beginnen zu können und sage herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Reich. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Kollege, bitte. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage an den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Minister. Herr Minister, Sie sprechen von einer umsetzungsstarken Doppelspitze, aber wie viel Entscheidungsmacht hat dann die GEKO tatsächlich inne, gerade in Bezug auf unpopuläre, strenge Maßnahmen, Stichwort Lockdown etc.? Oder ist das doch eher, dann geht das denn eher in Richtung Beratungsgremium? Es gab ja auch schon Expertinnen und Experten im Sommer und im Herbst, die ja gewarnt haben laut und nach strengeren Maßnahmen gerufen haben. Wird sich das jetzt dann ändern? Wird das eher gehört oder wie stark ist die Entscheidungsmacht? Und eine Frage an die Frau Dr. Reich. Sie haben gesagt, die Pandemiebekämpfung muss jetzt neu ausgerichtet werden. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was wird sich jetzt mit Omikron, dass er nicht nur vor der Tür steht, sondern eigentlich schon im Land ist, was wird sich da jetzt konkret ändern für Sie? Dann fange ich einmal an. Sie haben es nämlich in der Frage schon auch mitbeschrieben, was das Ziel von GEKO sein wird, also von dieser gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination. Wir haben das Privileg, dass es sehr viele Expertinnen und Experten mittlerweile im Gesundheitsbereich gibt, dadurch aber auch oft viele Meinungen. Das heißt, es wird auch eine Aufgabe sein, und deswegen ist ja diese Doppelspitze auch so wichtig, nämlich die medizinische Expertise bei der Frau Dr. Reich und eben die operative Expertise beim Generalmajor Striedinger, dass das dadurch zusammengeführt, gewichtet und damit auch klar für uns in der politischen Entscheidungsfindung
dann klar kommuniziert ist. Der Generalmajor hat schon davon gesprochen, die militärische Sprache ist doch eine klare Sprache und das ist, glaube ich, wichtig in solchen Situationen, hier dann Entscheidungsgrundlagen zu haben. Erinnern Sie sich an das Thema Impfen oder Teststraßen, das das Bundesheer so sensationell bewältigt hat? Da ist auch nicht darum gegangen, dass man Durchgriffsrechte braucht, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind ja in dieser föderalen Struktur der Pandemiebekämpfung gerade jetzt auch durch diese Koordination in der Lage, die Länder dort zu unterstützen, wo Unterstützung notwendig ist. Und es gibt ja auch die klare Zusage des Bundes, und das ist aus meiner Sicht auch so wichtig jetzt in der Frage der Krisenbekämpfung, dass wir die Ressourcen immer zur Verfügung stellen. Und das ist auch wichtig für die Planungssicherheit, auch dann wiederum für die Bundesländer. Und in dieser Gesamtkoordination werden wir noch mehr Stärke entwickeln, um diesem Coronavirus zu begegnen. Ich glaube, die politische Verantwortung, die politischen Entscheidungen, die treffen der Kanzler, die Bundesregierung, ich als Gesundheitsminister, das ist nicht davon berührt, natürlich nicht berührt. Was ist neu? Wir haben eine Variante, die in England ein R-Effektiv von wahrscheinlich über 3 auslöst. Dort gehen die Kurven so nach oben. Das ist eine große Herausforderung, das ist neu. Was soll jetzt das neue Gremium machen? Es soll berichten, beraten und es soll konkrete Lösungsvorschläge machen, die wir dann als politisch Verantwortliche rasch umsetzen müssen. Das ist davon unberührt. Es gibt viele Krisenstäbe, wir haben viele Gremien, die bleiben auch bestehen. Lassen Sie mich als Beispiel das Prognosekonsortium Dr. Popper. Natürlich wird das Prognosekonsortium weiter bestehen, aber der Niki Popper sitzt eben jetzt in dieser neuen Krisenkoordination drinnen, kann bei Bedarf hinzugezogen werden. Und die Doppelspitze, Frau Dr. Katharina Reich und der Generalmajor Striedinger, werden dann konkret uns als politisch Verantwortliche Vorschläge machen. Und das ist neu. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Situation vor uns, wo wir uns in den nächsten 2-3 Wochen auf Jänner, Februar vorbereiten müssen. Die Prognosen sind nicht gut, was Omikron betrifft. Das muss man auch ganz offen so sagen. Und insofern bin ich froh, dass wir ein neues, schlagkräftiges Duo haben, dass wir die Beraterstäbe so destilliert haben, dass die besten Köpfe in der Beratung zur Verfügung stehen und dass wir basierend auf dieser Beratung die politischen Entscheidungen rasch treffen können. Frau Dr. Reich, die zweite Frage hat sich an Sie gerichtet. Danke. Ja, es ist vielleicht einfach gesagt, Omikron ist schnell und wir müssen schneller sein. Es geht darum, dass wir die Entscheidungsgrundlagen zielgerichteter und gesammelter auch aufbereiten können. Sie haben es angesprochen, wir wollen nicht, dass wir auf Zuruf und unabgestimmt verschiedene Meinungen erst kompliziert auffangen müssen, sondern dass das in einem strukturierten und klaren Rahmen erfolgen kann, wo man Gehör findet und es sich nicht suchen muss. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Dankeschön, Frau Kollegin. Hier war die nächste Frage. Ja, einen Moment, das Mikro kommt schon. Wenn jetzt Medikamente im Land sind und wenn die jetzt verteilt werden, was sagt man da den Impfgegnern, wenn die sagen, gut, dann kann ich ja auf das Medikament warten und muss mich eigentlich nicht impfen lassen? Ganz wichtig, danke für diese Frage. Medikamente, egal ob sie jetzt oral gegeben werden oder über die Vene, sind keine Alternative zum Impfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben beraten, auch durch ein Expertengremium, wirklich an der oberen Grenze diese Medikamente eingekauft. Es kommen 470.000 Therapiezyklen von der Firma Merck und Pfizer nach Österreich, die ersten bereits dieses Jahr, aber im Wesentlichen dann im ersten Quartal 2022. Wozu sind diese Medikamente da? Wenn jemand, der ein hohes Risiko hat, wobei hier ein stärkeres Übergewicht, Zuckerkrankheit, hoher Blutdruck natürlich auch mitzählt, positiv getestet ist, dann können diese Medikamente einen schweren Verlauf, wenn sie rechtzeitig gegeben werden, da reden wir von 3 bis 5 Tagen nach dieser Positivtestung, wesentlich reduzieren. Auch hier wieder haben wir natürlich eine logistische Herausforderung. Wie organisiert man das, dass Menschen, die getestet werden, rasch zu diesen Medikamenten kommen? Die zweite Medikamentengruppe sind monoklonale Antikörper, die aber über die Vene gegeben werden. Noch schwieriger zu organisieren.
Wo macht man das? Genau das sind jetzt Themen, die Medikamente sind beschafft, diese Aufgabe ist erledigt. Und jetzt werden sich am Montag bereits der Herr Generalmajor und die Frau CMO Kathi Reich hinsetzen und überlegen, gemeinsam mit den Bundesländern, wie kriegt man das an den Mann, an die Frau. Ich möchte noch verstärken, was der Gesundheitsminister gesagt hat. Aufgrund dieser Beschreibung, Medikamente sind großartig, dass es sie gibt, aber sie sind keine Alternative zum Impfen. Das Impfen ist noch immer der verlässlichste Schutz. Das gilt es den Menschen immer wieder zu sagen. Wir sind froh über die Medikamente, weil sie helfen können, schwere Verläufe zu verhindern. Aber es ist besser, erst gar nicht infiziert zu werden, und das sichert die Impfung. Herr Kollege, hier bitte. Ich hätte eine Frage an den Kanzler jetzt angesichts des bevorstehenden Silvesterfests und dieser vielleicht auch Silvesteramnestie, auch zu Weihnachten soll es ja gelten. Ist das das richtige Signal aus Ihrer Sicht? Jetzt sagen ja einige Experten, dass sich diese fünfte Welle schon mit Jahresende hier in Österreich aufbauen könnte. Kann man das gerade wirklich machen oder muss man da eventuell noch einmal sagen, vielleicht ist das doch nicht in der Form möglich, wie man es jetzt angekündigt hat? Und dann an die Frage an die zwei Vorsitzenden dieser GECKO. Einerseits, wenn man jetzt die Kommunikation anspricht, Sie haben gesagt, die Impfkommunikation mit der Impfung, da muss sich noch einmal einiges steigern. Es ist ja schon viel kommuniziert worden die letzten Monate. Impfaufrufe hat es zuhauf gegeben. Was konkret kann man da besser anders machen? Und dann noch eine Frage, was dieses Prinzip der Regionalisierung angeht. Wie stehen Sie dazu? Würden Sie das der Bundesregierung künftig empfehlen, weiter den Ländern auch die Macht zu geben, anders umzugehen mit den Maßnahmen, schneller zu reagieren, anders zu reagieren? Einfach dieses Regionalisierungsprinzip, wie stehen Sie zu dem? Ich komme zu Ihrer ersten Frage. Da hat der Gesundheitsminister gemeinsam mit der Familienministerin Susanne Raab hier die Regelungen erklärt, die aus gesundheitsbehördlicher Sicht sozusagen maximal möglich sind, so würde ich das mal einschätzen. Und ich glaube, man muss in allen Maßnahmen, die man entscheidet oder beurteilt, ja auch immer mit beurteilen, was ist denn tatsächlich auch umsetzbar. Und wir wissen, dass das Zusammenkommen, gerade um die Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel, für die Menschen von ganz großer Bedeutung ist. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite wieder die Abwägungsfrage, das seelische Wohl auch, natürlich mit der Frage der Gefährdung durch die Pandemie, durch das Coronavirus. Deswegen gibt es ja auch Auflagen und Beschränkungen dafür. Und den dringenden Appell von uns allen, wann immer man zusammenkommt im Freundes- und Familienkreis, nutzen Sie die Möglichkeit der Testung. Das Coronavirus hat so völlig Absurditäten mit sich gebracht. Wir tragen alle jetzt FFP2-Maske. Für uns ist schon normal, dass wir uns über Impfstoffe unterhalten. Und wir haben die Möglichkeit aber auch, uns eben auch immer wieder unseren Gesundheitsstatus abzurufen durch das Testen. Und unsere große Bitte ist es, das auch zu nutzen. Denn Sie kennen die gleiche Diskussion, hätte es der Gesundheitsminister gesagt, es bleiben alle Lockdown-Beschränkungen für Ungeimpfte so, wie sie sind, auch zu Weihnachten und Silvester. Dann hätte ich oder weiß ich mit Sicherheit, dass die nächste Frage gekommen wäre, wie kontrollieren Sie denn das? Gehen Sie jetzt in die eigenen vier Wände rein, kontrollieren Sie es in den Wohnungen, in den Häusern? Alle stehen unterm Christbaum, plötzlich kommt die Polizei. Also natürlich so nicht, das war auch nie das Ziel der Bundesregierung, der Polizei schon gar nicht. Aber die Gefährlichkeit des Virus bleibt. Also das ist auch meine Bitte an Sie wieder als Medienvertreterinnen und Vertreter, die Chance, dass wir einander begegnen dürfen, auch zu nutzen und zu schauen, wie gesund sind wir. Testen wir uns, bevor wir einander treffen. Es ist einfach ein gutes Gefühl, denn wer mag schon weder eine Feier zum neuen Jahr noch ein Weihnachtsfest haben, wo nachher dann wieder die hektischen Anrufe erfolgen. Achtung, ein positiver Fall, bitte schau, dass du dich auch gleich testen lässt und. Also ich finde, das ist schon ein ganz ein wichtiger Punkt, den Sie hier fragen. Wir sind gemeinsam für uns verantwortlich. Das ändert sich nicht. Und es gibt natürlich zutiefst subjektive, also egoistische Motive, warum man sich schützt, warum man nicht selbst krank werden will. Aber es ist ja auch, finde ich, ein wirklich guter Gedanke, gerade zur Weihnachtszeit oder auch zum Jahreswechsel, dass es wichtig ist, auch aufeinander aufzupassen. Sie können sich sicher noch erinnern, die Pandemie hat ja auch die unterschiedlichsten Formen der Schutzmöglichkeiten mit sich gebracht, Abstand halten, da wurden Babyelefanten als Maßstab genommen. Aber es gab einen Spruch in der Kampagne damals, in der Werbekampagne, um die Menschen zu sensibilisieren, der, finde ich, nach wie vor an Gültigkeit nichts verloren hat. Schau auf dich, schau auf mich. Dieses Aufeinander aufpassen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, durch die einfache Möglichkeit des Testens,
Das bitte ich Sie auch sozusagen hinauszutragen, weil das wichtig sein wird, dass wir auch aufgrund der gefährlichen Situation trotzdem es auch ermöglichen, in beschränkter Form, so wie der Gesundheitsminister ausgeführt hat, aber dennoch Zeit miteinander verbringen können. Aber eben vorsichtig. Ich möchte auch ganz kurz zu den Weihnachts- und Silvesterregeln etwas sagen. Es ist epidemiologisch vertretbar. Wir haben uns durch den dreiwöchigen generellen Lockdown schon gewisse Möglichkeiten geschaffen. Die Menschen sollen Weihnachten feiern können. Und jetzt unterscheiden wir nicht Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Sie sollen Weihnachten feiern können. Ist eine Sperrstunde mit 23 Uhr zu Silvester sinnvoll? Ich glaube nicht. Das muss schon praktikabel sein. Und genau das, deswegen haben wir diesen zusätzlichen Ausnahmegrund auch für die Ungeimpften in Österreich geschaffen. Ich ersuche, dass wir alle hier Verantwortung übernehmen, dass wir getestet zu den Familienfeiern gehen. Die Vorstellung, dass innerhalb der Familie eine Ansteckung passiert, ist, glaube ich, gerade zu Weihnachten eine ganz fürchterliche. Dem können wir vorbeugen. Es gibt die Testmöglichkeit. Gehen Sie zu den Tests davor hin. Halten Sie die Gruppengrößen möglichst klein und passen wir aufeinander auf. Dankeschön. Ein Teil der Frage Regionalisierung. Ja, danke vielmals. Ich möchte ganz kurz zur Impfkommunikation Stellung nehmen. Ich glaube, haben wir immer noch Luft nach oben. Wie immer, es geht hier um das zielgerichtete Erreichen von allen jenen Personen, die vor allem noch Ängste haben. Das ist ein Thema, das uns sehr stark begleitet und das wir intensivieren möchten. Information muss einfacher verfügbar sein. Wir wissen auch, dass sehr viele Menschen hier mithelfen wollen in der Argumentation in ihrem Freundesbekanntenkreis. Und hier müssen wir auch für jene Personen, die das selbst weitertragen wollen, einfache Informationen zur Verfügung stellen, um hier an dieser Impfkommunikation und Impfkampagne selbst mitwirken zu können. Hier bekommen wir sehr viele Informationen, Anrufe, E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die Informationen von uns praktikabel aufbereitet brauchen, um hier selbst Anteil an dieser Kommunikation zu haben. Das finden wir sehr gut und das wird ein Teil dieses Themas sein. Zum Thema Föderalismus möchte ich sagen, Föderalismus prägt Österreich. Österreich ist ein föderales Land. Wer das schlecht findet, glaube ich, ist hier am falschen Platz. Das prägt uns, das macht uns zu Österreicherinnen und Österreichern und auch allen Menschen, die in diesem Land leben, kennen diese Strukturen und wissen darum. Wir wollen den Vorteil dieses föderalen Systems nutzen. Daher sind auch Ländervertreter in dieser GECKO vorhanden, weil wir mit den Bundesländern gemeinsam diese Krisenkoordination stemmen können. Und das ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Dankeschön. Ich hätte noch drei Fragen gesehen, zwei auf der anderen Seite. Herr Kollege. Ich wollte gleich zu dem Föderalismus auch noch kurz eine Frage stellen, weil es wurde ja explizit das Testen und Impfen erwähnt. Das sind allerdings in der Umsetzung natürlich Ländersache bisher gewesen. Gerade die Ausrollung der PCR-Tests im Sommer, die ja geplant war von der Bundesregierung, auch eine Ausschreibung dafür gegeben hat, ist aber nicht so erfolgt. Verstehe ich das richtig, dass auch GECKO hier stärker in die operative, dass das ein bisschen zentralisiert wird? Und wenn ja, in welcher Weise, wie wird da die Zusammenarbeit mit den Ländern sein? Und noch eine Frage auch an den Herrn Striedinger. Bei Omikron ist es jetzt so, dass da doch noch sehr viele Fragezeichen bestehen. Wir hatten so eine Situation natürlich auch mit Delta vor einem halben Jahr. Da gab es gewisse Szenarien, die durchaus einen düsteren Herbst gezeichnet haben, aber irgendwie hat man nicht so darauf reagiert. Von politischer Seite scheint es schwer zu sein, mit unklaren Szenarien umzugehen auch. Ich nehme mal an, dass das Bundesheer da auch eine gewisse Expertise hat. Inwieweit wird hier, ist das dann der Herr Stalinger, der da vom Future Operations Board da teilnimmt, oder sind Sie das? Welche konkreten Führungs- oder beziehungsweise Entscheidungsstrukturen gibt es eben mit so unklaren Lagen, wie wir sie jetzt haben, umzugehen? Zum Thema Impfen und Testen. Wir impfen derzeit im Schnitt über 100.000 Menschen pro Tag. 70.000, 80.000 Menschen mit dem Booster-Shot. Wir haben jetzt ein Drittel der Gesamtbevölkerung mit der dritten Teilimpfung, mit dem Booster-Shot versorgen können. Wichtig ist auch die Zahl, wir haben fast 70% der über 65-Jährigen bereits erreicht mit dem Booster-Shot.
Das sind nämlich diejenigen, die tatsächlich immer noch am allermeisten gefährdet sind. Das heißt, wir sind hier nicht schlecht unterwegs, das möchte ich schon sagen, aber da geht noch mehr und da muss noch mehr gehen. Und das wird natürlich eine ganz zentrale Frage sein, die gleich am Montag im GECO mit den beiden Vorsitzenden besprochen wird. Bei den Testungen ähnlich. Was ist der Plan? Sie sollen berichten, beraten und sie sollen konkrete Vorschläge machen. Das ist das, was wir uns als Bundesregierung, der Kanzler und ich uns wünschen. Das ist ihre Aufgabe. Sie sollen hineinschauen, wo gibt es Probleme in der Abwicklung. Sie sollen das sammeln, sie sollen berichten und konkrete Vorschläge machen. Und wenn man sich das operativ so vorstellt, wir sind ja jetzt schon dabei, auch da die Bundesländer dabei zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, den die Frau Dr. Reich hier angesprochen hat. Das Gesundheitssystem ist auch föderal gebaut. Die Länder haben die Krankenhäuser in ihrer Verantwortung und auch natürlich zum Beispiel das Intensivbettenmanagement. Deswegen war es ja auch und ist es und bleibt auch immer so, dass die Länder, auch wenn der Bund Vorgaben macht, dann auch schärfer sein können, zum Beispiel bei Regelungen. Und wenn es Herausforderungen gibt, eben um diese PCR-Testungen noch effizienter ausrollen zu können, da hat es Probleme gegeben, dann steht der Bund jetzt mit dem Koordinationsgremium zur Verfügung, da das Know-how dorthin zu bringen, zu verknüpfen, auch zu helfen dort, wo notwendig, wo Länder sagen, sie brauchen Unterstützung. Denn eine große Unterstützung ist schon gewährleistet und das ist vom Finanzminister das klare Signal. Es wird nicht an den Ressourcen mangeln. Das heißt, die budgetäre Deckung ist zugesagt. Das Entscheidende ist, wie kann ich es operativ so ausrollen, dass tatsächlich die Ergebnisse dann auch, das waren die Probleme, damals auch wirklich dann an den Mann und an die Frau kommen rechtzeitig. Das ist jetzt genau der Punkt und das Koordinationsgremium wird eine Analyse vornehmen, wird sagen, wo bestehen noch Herausforderungen, wo gibt es vielleicht noch Informationsverbesserungsbedarf, auch in der Umsetzung. Und da gibt es ja schon auch bisher schon konkrete Erfolge und genau das hier wird jetzt noch viel stärker komprimiert vorangetrieben. Bevor der Herr Generalmajor zur Beurteilung der Lage etwas sagt, vielleicht noch einmal konkreter in den einzelnen Bundesländern ist es ja jetzt schon so, dass am heutigen Tag eben 600 Soldatinnen und Soldaten die Gesundheitsbehörden unterstützen. Das ist beim Contact Tracing so, bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde. Das ist bei der Unterstützung dort, wo es angefordert ist, auch bei den Testungen so und was die Logistik anbelangt, auch bei den Impfungen so. Das heißt, es ist ja gar nicht möglich, dieses ohne die zuständigen Bundesländer zu tun. Der Vorteil dieser Doppelspitze wird jetzt einfach sein, dass wir auch im militärischen Bereich noch punktgenauer helfen und unterstützen können. Und der Herr Generalmajor wird vielleicht das auch noch genauer darstellen, was die Fragen auch der Militärkommanden anbelangt, die ja da federführend jetzt schon in den Ländern tätig sind. Das Beratungsgremium GECO ist so aufgestellt, dass möglichst viele Informationen zusammengeführt und zusammengetragen werden. Und wenn die Personengruppe, die wir derzeit da drinnen haben, aus unserer Sicht noch nicht ausreicht, dann gibt es wahrscheinlich noch darüber hinausgehend Expertise, die wir zusammentragen wollen und wo wir eine einheitliche Beurteilung des Gegners, des Virus, durchführen wollen und eine Beurteilung so sicherstellen, dass wir wissen, was passiert in den nächsten Tagen, Wochen auf der einen Seite. Und weil Sie den Generalmajor Stalinger angesprochen haben, er ist mit seiner Denkweise genau der Richtige, der in die Zukunft schauen kann, mit seinen Experten sich überlegen kann, wie wird denn diese pandemische Entwicklung im nächsten Jahr insgesamt verlaufen, mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt und aus dem heraus ergeben sich dann Empfehlungen für die Bundesregierung im Sinne von kurzfristigen Maßnahmen, die so fortzusetzen sind, mittelfristigen und der langfristigen Perspektive. Und wenn es also darum geht, auf den föderalen Charakter unseres Staates zu blicken, so haben wir, das Militär, eine sehr föderale Struktur, wenn es um die Militärkommandostruktur geht und auch eine sehr intensive Verbindung zwischen den Landeskrisenstäben und den Militärkommanden, sodass also hier Expertise und Unterstützung, so wie wir sie auch bisher schon geleistet haben, natürlich entsprechend fortgesetzt wird. Es ist eine der zentralen Aufgaben des Bundesheeres derzeit,
mit dieser Pandemie als unterstützendes Element entsprechend wirksam zu werden. Dankeschön. Zwei Fragen haben wir noch. Einmal die Frau Kollegin hier und dann Abschlussfrage bitte bei Ihnen. Guten Tag, Gesundheitsminister, eine Frage für euch. Ich habe mir die Experten auf der Liste angeschaut. Danke. Leider gibt es keine Experten für psychologische Gesundheit. Jede fünfte Schule hat Selbstmordgedanken. Letztes Jahr war das jede sechste. Ja, das geht über Pandemie, operativ Medizin, aber in Pandemie geht es auch über Menschen. Ja? Was sagst du? Psychische Gesundheit und was sagt eigentlich die Soziologen? Danke. Da kann ich Sie beruhigen. Wir haben mit Rektor Markus Müller, den Leiter des obersten Sanitätsrats im Beratergremium. Ich habe einen psychosozialen Beraterstab, ist vielleicht öffentlich noch nicht so bekannt. Das ist ein eigener Ausschuss innerhalb des obersten Sanitätsrats, der sich genau mit den psychosozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie jetzt in den letzten Monaten speziell beschäftigt, seitdem ich als Gesundheitsminister die Verantwortung trage. Und der Rektor Müller wird dieses Wissen von den Experten, die die psychosozialen Aspekte beleuchten, mit in GECKO einbringen. Dankeschön. Abschlussfrage, Frau Kollegin, bitte. Danke. Sie haben mir meine Frage gerade weggenommen. Ich wollte nämlich genau dasselbe fragen. Ja, nein, es geht um das Thema Angst. Sie haben es gleich am Anfang angesprochen und Sie haben es teilweise schon beantwortet. Die Menschen sind ja so hin und her gerissen. Einerseits muss man Verantwortung übernehmen und die Pandemie ernst nehmen, sehr ernst nehmen. Und andererseits hat man halt ständig Angst, soziale Angst, bin ich gesund, da hustet in der U-Bahn jemand neben mir und so weiter. Wie kann man da ein bisschen die Situation kalmieren, ohne die Ernsthaftigkeit rauszunehmen? Ja, zunächst einmal glaube ich, ist es wichtig, klar zu kommunizieren, keine verwirrenden Botschaften zu senden und Geschlossenheit zeigen, so wie wir es jetzt hier tun, wenn es darum geht, diese Krise eben gemeinsam auch zu bewältigen. Und hier glaube ich auch, dass eben die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination, GECKO abgekürzt, einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Und dann sprechen Sie einen Punkt an, der gehört schon auch mit, sage ich dann, zur großen Frage der politischen Debattenkultur. Ja, also ich glaube, dass wir, das habe ich schon gesagt, auch als ich angetreten bin als Bundeskanzler, dass wir auf unsere Sprache achten müssen, dass wir sehen, weil das Virus schon so lange dauert, eben die Menschen einerseits vor der Gefahr auch ein Stück weit abstumpfen. Also das wird immer in der Spannungsproben bleiben. Wie zeigen wir weiter, dass sich an der Gefährlichkeit des Viruses nichts geändert hat? Und auf der anderen Seite eine zu martialische Sprache, auch wie ich sie als Innenminister am Anfang des Corona-Management gepflogen habe, jetzt dann fehl am Platz ist, weil sie genau diese Verstörung auslöst, von der Sie sprechen. Das heißt, das wird ein ständiges Nachdenken sein. Das wird auch aus meiner Sicht in der politischen Diskussion wichtig sein, dass alle, die daran teilnehmen, sich immer wieder auch selbst ein Stück weit hinterfragen, ist das jetzt zu viel an Drucksituationen, die ich auslöse dann? Und ja, wir haben natürlich mit dem Faktum zu kämpfen, dass eine politische Partei im Parlament die Angst und gleichzeitig auch die Ablehnung gegen all das, was die Regierung tut im Pandemie-Management, genauso auch Ablehnung gegen die Medizin, gegen die Wissenschaft nutzt, um politisch daraus Profit zu schlagen. Das heißt, das werden wir jetzt nicht so schnell ändern können. Ich glaube, das werden wir einfach auch da gemeinsam durch Auftreten, durch Kommunikation, durch Zuhören den Menschen eben Ängste ernst nehmen, auch auf die Hinweisen, die so viele erlitten haben schon in dieser Zeit. Am Sonntag durch eine Initiative von Daniel Lander wird den Toten des Coronavirus gedacht. Aus meiner Sicht eine ganz wichtige Maßnahme, weil es ja viel zu viele sind. Und wenn man daran denkt, dass es immer Angehörige und Freunde gibt, ja dann noch viel, viel mehr, die den Verlust dieser Menschen noch intensiv betrauern. Das heißt, ich glaube, es braucht das alles zusammen. Und dann dort, wo auch notwendig, wo ein politischer Player eskaliert und Falschinformationen verteilt oder gerade in den sozialen Medien Falschinformationen verbreitet werden. Wir haben da auch Gott sei Dank eine Expertin mit an Bord, dann mit ihrer Expertise, um dagegen wirken zu können. Aber das ist ein Prozess. Also ich glaube, es gibt keine einfache Antwort.
Das, was ich Ihnen versichern kann, ist, dass die Redlichkeit im Vordergrund steht, dass wir gemeinsam eine Chance haben, aus meiner Sicht mit der Wissenschaft, der Organisationskraft, das Virus so weit wieder zurückzudrängen, dass unsere Freiheit nicht weiter beschränkt ist. Aber es ist sportlich, es ist schwierig. Die Omikron-Variante, wie gesagt, gibt uns noch viele Fragezeichen auf. Aber ich finde, es gehört auch dazu, den Menschen zu sagen, durch die Wissenschaft, durch dieses unglaublich gemeinsame Zusammenwirken der Expertinnen und Experten auf der Welt, die Geschwindigkeit, in der Medikamente, Impfstoffe variiert werden. Ich war jetzt bei der Kommissionspräsidentin und ich finde, das sind schon Botschaften, die man auch mitnehmen kann. Die Impfstoffproduktion in Europa war eine Riesenfrage und Herausforderung und die war vor einem Jahr noch auf Null. Mittlerweile ist die Europäische Union in der Lage, 300 Millionen Impfdosen im Monat zu produzieren. Und genauso, sagt die Kommissionspräsidentin, durch diese intensive Beziehung der Wissenschaft auch zur Politik und zur Entscheidungsfindung, gibt es die Zusage, dass wir schon im ersten Quartal, also sprich im späten Frühjahr, Ende, Möglichkeiten haben werden, diese Variationen in den Impfstoffen abzubilden. Und gleichzeitig die Zusage, dass die Produktion so weit ausgebaut sein wird, dass wir sie alle ausreichend, die sie brauchen, abrufen können. Also es gibt ganz viele schlechte Nachrichten. Das ist das Virus, das ist die schlechteste, weil es einfach nicht weggeht. Und es gibt ermunternde, dass wir die Chance haben, es gemeinsam zu bekämpfen. Und das ist jetzt, finde ich, die Herausforderung, die Menschen, die noch zögerlich sind, die zweifeln, wieder diese Verbindungsbrücke zu schaffen zu den Expertinnen und Experten der Medizin, das Vertrauen herzustellen, zu sagen, das Impfen kann nützlich sein. Und bitte hören Sie nicht auf Menschen, die von Entwurmungsmittel und Co. anfangen zu philosophieren und dann sich durch Selbstmedikation sogar dann ins Spital bringen, sondern vertrauen Sie denen, die es können, die ausgebildet worden sind dafür. Und das wird halt jetzt die Herausforderung sein der nächsten Tage. Vielen. Das, glaube ich, wäre für die Leitung eine gute Frage. Inwiefern hat Gecko eine Auswirkung auf, ich sage jetzt mal, impfberatungsresistente Menschen? Es gibt ja jetzt ständig Demos und Menschen, die einfach, so wie Sie es jetzt auch angesprochen haben, Gerüchte in die Welt setzen oder auch nicht. Das, ich mag mich da neutral verhalten. Was kann Gecko da machen? Ich möchte sagen, wenn Sie impfresistent oder beratungsresistent sind, Gott sei Dank nicht sehr viele. Ja, es gibt ein paar Prozent, die wir tatsächlich nicht erreichen werden, aber es gibt Gott sei Dank den noch größeren Teil, der noch nicht geimpft ist, der nicht beratungsresistent ist, sondern der beraten gehört, der aufgeklärt gehört. Und da spielt natürlich die Kommunikation eine wesentliche Rolle. Und wir haben auch Kommunikationsexperten im Team. Und es muss eine enge Abstimmung sein zwischen den Möglichkeiten, die wir haben, was das Impfen und Testen betrifft, neuen Medikamenten und dem Hinweis, es ist keine Alternative, auf Medikamente zu warten oder auf neue Impfstoffe, sondern es muss jetzt geimpft werden. Und natürlich ist die Kommunikation auch eine wesentliche Aufgabe von Gecko. Vielen Dank, Herr Minister, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, Frau Verteidigungsministerin, danke, meine Damen und Herren, auch für Ihr Interesse und dass Sie einen Teil Ihres Wochenendes geopfert haben. Ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.